Habt ihr euch eigentlich schon einmal gefragt, welche 10 Fahrer seit Beginn der Hybrid-Ära am erfolgreichsten sind? Dann seid ihr hier genau richtig und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe das Ganze mal zusammengerechnet und möchte euch von Platz 10 bis Platz 1 mal die erfolgreichsten Fahrer in den Hybridjahren vorstellen. Diese Liste beginnt mit dem großen Preis von Australien im Jahr 2014, endet mit dem großen Preis von Abu Dhabi im Jahr 2018 und ist nach erzielten WM-Punkten sortiert. Neben der Gesamtpunktzahl werde ich euch folgende Daten nennen: bisherige Teams, Anzahl der Siege, Anzahl der Podiumsplatzierungen, Pole Positions, schnellste Rennrunden und Punkteschnitt pro Rennen. Beginnen wir mit Platz Nummer 10. Diesen belegt Nico Hülkenberg. Seit 2014 hat der Emmericher 338 Punkte für die Teams Force India und Renault gesammelt. In den 99 Rennen zwischen 2014 und 2018 fuhr der aktuell 31-Jährige 226 Punkte für Force India ein, für die er 3 Jahre lang fuhr, und seit 2017 112 Punkte für die Franzosen. Er wartet immer noch sowohl auf seinen ersten Sieg als auch auf sein erstes Podium. Auch eine Pole Position in der Hybrid-Ära gab es für ihn noch nicht. Der größte Erfolg war ein 4. Platz beim großen Preis von Belgien im Jahr 2016. Im selben Jahr holte er auch die schnellste Rennrunde beim großen Preis von China. Im Schnitt erreichte er 3,41 Punkte pro Rennen. Weiter geht es mit Platz Nummer 9. Diesen belegt der mittlerweile in der Formel E fahrende Felipe Massa. Von 2014 bis zu seinem Formel 1 Karriereende 2017 erreichte er 351 Punkte, die er alle für den britischen Traditionsrennstall Williams einfuhr. Seine größten Erfolge waren 5 Podiumsplatzierungen, darunter ein 2. Platz beim großen Preis von Abu Dhabi im Jahr 2014, gefolgt von 4-mal Platz 3 bei den großen Preisen von Italien und Brasilien 2014 sowie Österreich und Italien 2015. Einen Sieg gab es für den Brasilianer leider nicht. Beim großen Preis von Österreich im Jahr 2014 stand der Brasilianer auf der Pole Position, die einzige für ihn in der Hybrid-Ära. Beim großen Preis von Kanada 2014 holte er seine letzte schnellste Rennrunde. Im Schnitt erreichte er 4,5 Punkte pro Rennen. Kommen wir zu Platz Nummer 8. Diesen belegt Sergio Perez. In den vergangenen 5 Jahren, die er für Force India bzw. ab Belgien 2018 Racing Point unterwegs war, erreichte er glatte 400 Punkte. Seine größten Erfolge waren, wie bei Felipe Massa auch, 5 Podiumsplatzierungen, darunter 5-mal Platz 3. 2014 beim großen Preis von Bahrain, 2015 beim großen Preis von Russland, 2016 bei den großen Preisen von Monaco und Europa sowie 2018 beim großen Preis von Aserbaidschan. Einen Sieg und einen 2. Platz gab es für den Mexikaner bisher noch nicht, aber 2 schnellste Rennrunden beim großen Preis von Österreich 2014 und beim großen Preis von Monaco 2017. Bisher gab es noch keine Pole Position für den Mexikaner. Im Schnitt erreichte er 4,04 Punkte pro Rennen. Weiter geht's mit Platz Nummer 7. Diesen belegt Max Verstappen. Im Zeitraum von 2015 bis 2018 holte der Niederländer 670 Punkte für Toro Rosso und Red Bull Racing. Nach dem großen Preis von Russland tauschten er und Daniel Kvyat auf Anweisung die Cockpits. 62 Punkte fuhr er für Toro Rosso ein und 608 Punkte für Red Bull Racing. Seine größten Erfolge waren 22 Podiumsplatzierungen. 5 Siege, darunter im Debütrennen für Red Bull Racing beim großen Preis von Spanien 2016, gefolgt von Siege bei den großen Preisen von Malaysia und Mexiko im Jahr 2017 sowie Österreich und Mexiko im Jahr 2018. 9-mal Platz 2, 8-mal Platz 3 und 4 schnellste Rennrunden kamen ebenfalls hinzu. Eine Pole Position fehlt dem Niederländer bisher noch. Im Schnitt erreichte er 8,27 Punkte pro Rennen. Kommen wir zu Platz Nummer 6. Diesen belegt der Weltmeister von 2007, Kimi Räikkönen. In seinen 99 Rennen erreichte der Finne 847 Punkte, die er alle für das italienische Traditionsteam Scuderia Ferrari einfuhr. Seine größten Erfolge waren 26 Podiumsplatzierungen, darunter der Sieg letztes Jahr beim großen Preis der USA, gefolgt von 8-mal Platz 2, 17-mal Platz 3, 2 Pole Positions bei den großen Preisen von Monaco 2017 und Italien 2018 sowie 7 schnellste Rennrunden. Im Schnitt erreichte er 8,56 Punkte pro Rennen. Weiter geht es mit Platz Nummer 5. Diesen belegt Daniel Ricciardo. In seiner Red Bull Racing Laufbahn fuhr er 956 Punkte ein. Seine größten Erfolge waren 29 Podiumsplatzierungen, darunter 7 Siege. 2014 bei den großen Preisen von Kanada, Ungarn und Belgien, 2016 beim großen Preis von Malaysia, 2017 beim großen Preis von Aserbaidschan und 2018 bei den großen Preisen von China und Monaco. Dazu kommen noch 6-mal Platz 2, 16-mal Platz 3, 3 Pole Positions und 13 schnellste Rennrunden. Im Schnitt erreichte er 9,66 Punkte pro Rennen. Kommen wir zu Platz Nummer 4. Diesen belegt Valtteri Bottas mit nur 3 Punkten Vorsprung. In den 99 Rennen für Williams und Mercedes holte er insgesamt 959 Punkte, 407 Punkte für den britischen Traditionsrennstall Williams und 552 Punkte für die Marke mit dem Stern. Seine größten Erfolge waren 30 Podiumsplatzierungen, darunter 3 Siege im Jahr 2017 bei den großen Preisen von Russland, Österreich und Abu Dhabi. Dazu kommen 15-mal Platz 2, 12-mal Platz 3, 6 Pole Positions und 10 schnellste Rennrunden. Im Schnitt erreichte er 9,69 Punkte pro Rennen. Weiter geht's mit der Bronzemedaille. Diesen belegt der mittlerweile nicht mehr aktive Weltmeister von 2016, Nico Rosberg. In seiner Laufbahn holte der Wiesbadener 1024 Punkte, die er allesamt für das aktuelle Weltmeisterteam holte. Seine größten Erfolge waren 46 Podiumsplatzierungen, darunter 20 Siege, die ich euch mal hier einblende. Dazu kommen 22-mal Platz 2, 4-mal Platz 3,
26 Pole Positions und 16 schnellste Rennrunden. Natürlich darf der WM-Titel 2016 auch nicht fehlen. Im Schnitt erreichte er 17,36 Punkte pro Rennen. Kommen wir zur Silbermedaille. Diesen belegt der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel. Seit 2014 holte der Heppenheimer stattliche 1294 Punkte, die er mit den Teams Red Bull Racing und Scuderia Ferrari einfuhr. 167 Punkte erreichte er mit dem österreichisch-britischen Team und 1127 Punkte mit dem italienischen Traditionsteam. Seine größten Erfolge waren 49 Podiumsplatzierungen, darunter 13 Siege, die ich euch mal hier einblende, 17 Mal Platz 2, 21 Mal Platz 3, 10 Pole Positions und 14 schnellste Rennrunden. Im Schnitt erreichte er 13,07 Punkte pro Rennen. Und ab zum erfolgreichsten Fahrer der Hybrid-Ära. Diesen belegt, das könnt ihr euch sicherlich schon denken, Lewis Hamilton. In den 99 Rennen für Mercedes-AMG Petronas holte der Brite stattliche 1916 Punkte. Das sind mehr Punkte als Bottas und Ricciardo zusammen. Seine größten Erfolge waren 80 Podiumsplatzierungen, darunter 51 Siege, die ich euch mal hier einblende. 19 Mal Platz 2, 10 Mal Platz 3, 52 Pole Positions und 28 schnellste Rennrunden. Natürlich dürfen die vier WM-Titel in der Hybrid-Ära nicht fehlen. Im Schnitt erreichte er 19,35 Punkte pro Rennen. Und jetzt seid ihr wieder gefragt, welcher Fahrer hat euch in der Liste am meisten überrascht? Ab damit in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.